Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit einer Reaction auf den vergangenen Monat von Stephen Curry. Der gute Mann wurde gerade zum Western Conference Player of the Month gewählt. Vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach. Wenn wir uns die Stats einmal angucken, dann hatte Steph in diesen 14 Spielen 27 Punkte, 6,6 Assists, 4,9 Rebounds. Und das ist natürlich wie immer bei komplett gestörten Quoten von 46% aus dem Feld, 42% von der Dreierlinie bei 13 Versuchen und 92% Freiwurfquote. Und wenn wir jetzt das eine Spiel gegen Phoenix, wo er absolut katastrophal nur geworfen hat, rausrechnen, dann sehen wir sogar bei 28 Punkten, bei 44% von der Dreierlinie, 48,8 aus dem Feld und 7 gespielten Assists. Also wie man es dreht und wendet, Stephen Curry war auf jeden Fall der beste Spieler der Western Conference in diesem Monat und deswegen hat er es auch vollkommen verdient, den Award zu bekommen. Es wird am Montag auf meinem Hauptkanal ein großes Video über Stephen Curry und Magic Johnson geben. Deswegen will ich mich gerade so ein bisschen ins Thema einarbeiten, schaue ein bisschen Stephen Curry, schaue vielleicht auch die nächsten Tage ein bisschen Magic Johnson Highlights und werde gucken, dass ich davon auch ein bisschen was auf einen Cut hochlade. Einmal kurz der Hinweis, dann des Jahresplaner. Ist ein super Weihnachtsgeschenk. Ich blende hier mal kurz ein, was das Ding eigentlich ist. Alright, und jetzt würde ich sagen, genug rumgelabert, lass uns direkt reingehen. Wir fangen an gegen die Hornets. Yo, ich erinnere mich, Oubre macht hier den Bucket und feiert sich dafür. Und was macht Steph natürlich? Ey, so casual einfach ins Gesicht. Also, ich bin mir sehr sicher, dass wir so gut wie alle Highlights hieraus kennen, weil ich habe Curry extrem intensiv verfolgt, jetzt die ganze Saison eigentlich. Und man kann ja auch gar nicht aktuell auf Social Media gehen, ohne dass man nicht irgendwo Stephen Curry Highlights sieht. Deshalb, ja, wir werden das meiste kennen. Trotzdem wird es bestimmt nice. Gegen Brooklyn. Und hört ihr die Crowd? Hört ihr, wie die Crowd austickt? Das ist einfach ein Away-Game. Ah, der ist auch hart, Alter. Gegen zwei Leute. Come on, Steph. That ain't fair no more. Das ist schon ridiculous, wirklich. Gegen die Clips, das weiß ich nicht, ob ich gesehen habe. Oh! Oh, den hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Nice! Stimmt, ich habe wahrscheinlich meistens die drei Punkte wohl für gesehen, aber jetzt nicht wirklich solche Assists und Drives. Das war nice. Bisschen kleiner nicht ein Stumble, sondern so ein kleiner Hüpfer drin, wie damals Skip to My Lou. Wenn ihr euch Skip to My Lou Highlights anguckt, die ganz verpixelten von damals, da seht ihr auch, wenn Skip übers Feld gegangen ist, dass er manchmal so diesen Bounce mit drin hatte, woher dann auch der Name Skip to My Lou am Ende kam. Und Steph hatte den gerade in dem Play auch. Oh, gute Defense hier von Wiggins war das, oder? Nice Pass. Ja, und dann kann sich Jordan Poole den Dreier gönnen. Ah, das war gute Defense. Ich habe schon oft geträumt, so einen Pass zu machen, ist aber bisher noch nicht passiert. Oh, gegen seinen Bruder. Don't give me... Oh, shit. Don't give me brother-on-brother-crime. Oh, shit. Da hat er seinen Bruder schwindelig gespielt. Schau, wie sein Bro denkt, er cuttet dahin und dann ist er ganz woanders, Alter. Dann ist er ganz woanders. Ah, da muss man auch Draymond wie immer Props geben. Draymond kennt das Spiel von Steph halt so gut. Oh, Steph mit der D? Aber es ist kein Dunk, sonst hätte ich den gesehen. Nice Pass. Nice Pass. Aber seht ihr das in den Close-Ups, wie Steph mittlerweile schon ein bisschen brocken geworden ist? Also man kann wirklich nicht sagen, dass Steph nach wie vor dieser super schlachsige, dünne Typ ist, wie damals noch 2015, sondern der hat sich echt über die Jahre jetzt einiges an Muskeln draufgepackt, weil er auch viel drivet, also zum Korb zieht. Und wenn du zum Korb ziehst, brauchst du natürlich auch eine gewisse Power. Und er cuttet viel, er bewegt sich viel off the ball. Dafür musst du einfach auch deinen Gegenspieler mal wegschieben können. Und ich finde, man sieht ihm das jetzt an. Also er ist nicht mehr der gleiche Spieler wie früher. Er hat nicht mehr den gleichen Körper. Mm. Ah, genau. Was war da eigentlich mit ihm los? Wieso ist er da so ausgeflippt? Weil das war ja für ihn eigentlich ein normaler Dreier. Also wieso tickt er hier so aus?
Oh Gott, LaMarcus Aldridge. Ja, ciao. Einfach ciao. Ich habe neulich einen Typen live gesehen, der auch so geworfen hat wie Curry, der den Wurf losgelassen hat und dann in der Sekunde direkt nach hinten gerannt ist. Das ist schon krass beeindruckend, muss man sagen. Ja, und der wird halt so abgefeiert in so einer Halle wie Atlanta oder so, die feiern ihn halt zu Tode ab. Wow. Hör auf, come on, Alter, hör auf. Der Dude, der Courtside saß, hat den besten Abend seines Lebens im Curry-Jersey. Mehrere sogar im Curry-Jersey. Nee, der da, den meine ich, genau. Der hat den besten Abend. Ah, da hat er sich 50 geholt, ne? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau der Floater war, aber auf jeden Fall blieb er da lange im Game, bis er 50 Punkte hat. Und dazu ganz kurz eine Frage, wie seht ihr das? Findet ihr das schlimm, wenn man in einem Blowout auf dem Feld bleibt, um möglicherweise noch 40 zu scoren oder 50 zu scoren oder sich ein Triple-Double zu holen? Findet ihr das irgendwo verwerflich? Oder sagt ihr, nee, so eine Leistung hat man einfach nicht jeden Abend und dann holt man sich halt mal die 50, einfach damit man es auch irgendwie mal erreicht hat, auch wenn es dann in einem Blowout war. Also viele Career-Highs sind letztendlich in einem Blowout entstanden. Wie seht ihr das? Ich bin da zwiegespalten, ob man auf dem Feld bleiben sollte oder nicht. Oh, gegen Feibull. Ich wollte gerade sagen, gegen Feibull, gegen einen der besten Verteidiger auf der Position. Alter, hat er ihn weggecrossed. Oh mein Gott. Und dann ins Gesicht von Andre Drummond. Andre Drummond, Andrew Drummond, Andre Drummond. Ja. Yikes. Alter, Matisse war ja komplett weg. Und Matisse ist so ein guter Verteidiger. Mm. Das ist einfach nur noch unfair. Also guck mal, das ist ja nicht mal ein schlauer Move. Er wird ja sogar weiterhin gut verteidigt. Ah, come on, Bro. Come on, Steph, hör auf. Mm. Das ist der, wo er dem Ref das T gibt. Ja. Da sage ich auch nach wie vor, er hätte dafür ejected werden müssen, wenn der Ref das gesehen hätte. Ja, das trifft's gut, Babyfaced Assassin. Oh, gegen die Cavs. Da hat er gute Memories auch. Oder zwiegespaltene Memories, sagen wir so. Stimmt, 9 Dreier. 9 erfolgreiche Dreier. Treff mal 9 erfolgreiche Dreier im Training, Alter. Und er kommt einfach damit in einem Spiel und das zum 38. Mal in seiner Karriere. Das ist gestört. Das sah aus wie ein Foul sogar. Aber es ist halt echt egal, wann du auf ihn guckst. So, erstes Viertel gegen freaking die Pelicans und er macht solche Buckets. Also die Warriors sind einfach Must-See-TV. Deswegen sagen wir das immer. Oh, ich erinnere mich an das Spiel. Da haben wir auf die Highlights reagiert, glaube ich. Hat Alonso. Oh, unser Boy Daniel Theis. Ah, oh Gott. Hat ihn nicht ganz so schlimm blamiert, aber das war eine undankbare Position für Theis. Logo-Dreier. Der zweite Logo-Dreier in dem Game. Ich glaube, insgesamt hat er 3 Logo-Dreier, oder? Boah. Er hat auch so eine Patience, also so eine Geduld, was seinen Wurf angeht. Weil guck mal, erst verschafft er sich hier Platz gegen Valanciunas und dann sieht er, ey, hier kommt noch jemand angesprungen und er lässt sich ganz casual Zeit und wirft erst dann. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Good Pass. Gefährlicher Pass, aber Good Pass auch. Kam ja an. Aber der war schon, da waren die Pelicans eigentlich fast dran. Oh, gegen D'Angelo. Und ich finde das nach wie vor ein Problem. Erstmal finde ich es ein Riesenproblem, dass hier keiner Courtside sitzt. Alter, was ist mit den Leuten? Wenn ich Courtside-Plätze hätte, ich wäre in der Sekunde, wo die Halle aufsperren, wäre ich da. Und ich würde nur meinen Platz verlassen in der Halbzeit. Aber ich wäre sofort auch wieder da in der Halbzeit. Also wenn die zweite Halbzeit losgeht. I don't know, man. Ich finde es krass, dass hier so viel frei ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es erstes Viertel ist oder
Drittes Viertel und die Leute sind noch nicht aus der Halbzeitpause zurück, aber das ist komisch. Warum sind da so viele Kurzzeitplätze frei? Oh, Steffmann mit einem Defensive Highlight. Kämpft sich ein bisschen über den Block. Oh, und blockt Josh Hart. Oh man, der arme Josh Hart. Halt, wie oft holt Curry einen Block? Schau, wie es feiert auch. Ja, Mann, ich habe Defense gespielt. Gegen die Pelicans hat er einige Highlights, ey. Ja, aber führen auch schon wieder mit 23. Oh. Seht ihr da aber wieder diese Geduld, von der ich gerade gesprochen habe? Caruso wäre dran gewesen, wenn Curry direkt geworfen hätte. Ja, hier braucht er keine Geduld. Hier hat er einfach so alle Zeit der Welt. So, und das ist... Oh, cross der Harden. Oh, nice pass. Ah! Digga, es ist so egal. Es ist so egal, wo er steht, wie er den Ball bekommt. Er macht ihn immer. Boah, das ist auch so schwer, ey. Christian Wood ist ja ein guter Verteidiger. Und dann so vor ihn zu kommen, vor allem guter Shotblocker. Ei. Uff. Hat er gut gemacht, sich mit dem Oberkörper dann den Platz letztendlich verschafft. Oh Gott. Stop it. Just stop it. Aber gib meinem Mann mal wieder ein paar Fouls, ey. Gegen Lonzo. Lonzo könnte ein bisschen schneller sein in seinen lateralen Bewegungen. Aber er ist auch größer als die meisten Guards, also kann ich das irgendwo verstehen, dass ihm das schwerfällt. Da ist er. Come on, Alter. Ja. Das ist das letzte Highlight, ja. Ja, genau, how do you defend this? Du kannst es nicht verteidigen. Es ist einfach unmöglich, diesen Jungen zu verteidigen, weil er kann von überall werfen, er kann ziehen, er kann sich super Offball bewegen. Er ist wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht der beste Offball-Spieler auch aller Zeiten. Er kann passen, er hat absolut kein Ego, das heißt, er passt den Ball auch gerne mal weiter. Er wirft wirklich immer nur dann, wenn er das Gefühl hat, so, okay, ich treffe diesen Wurf. Er lässt sich nie wirklich in Trash-Talk verwickeln. Also Curry hat so viele Stärken, vor allem offensiv, und eigentlich so gut wie gar keine Schwächen, wenn wir weiterhin über den offensiven Basketball reden. Und ich habe es schon oft gesagt und ich sage es immer wieder, es macht so Spaß, ihm zugucken zu dürfen, weil solche Spieler hast du nicht oft in der NBA-Geschichte, die mit ihrer Spielweise wirklich alles umwerfen, was wir zuvor dachten, wie Basketball gespielt werden würde. Und ein Spieler, der dann auch noch mit so einer Leidenschaft spielt, dass es einfach ansteckend ist und so ein Charisma hat, dass man einfach für ihn feiern möchte, obwohl man vielleicht gar nicht Fan von seinem Team ist. Das ist einfach fast schon einzigartig, aber auch nur fast. Und genau über dieses Thema werden wir auf dem Hauptkanal sprechen. Am Montag 16 Uhr sollte das Video online sein und dann sprechen wir ausführlich über Stephen Curry und über Magic Johnson. Habe ich wirklich Bock drauf? Schaut gerne rein, wenn das Video dann online ist. Ich bin jetzt raus. Danke euch fürs Zuschauen. Haut rein.